Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Wir sehen mal wieder verdammt seltsam aus und können nichts machen. Das heißt, die Person da hinten wird wahrscheinlich ziemlich nett sein. Und wir haben einen Stärkepunkt, einen Kraftpunkt gewonnen. Angriffskraft verbessern, jawohl. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf. Sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Die Hallen der Illusion erheben sich in der Kluft zwischen Leben und Tod. Die Seelen der göttlichen Kinder verweilen dort und leben in den Affen des Tempels weiter. Darum nannte das göttliche Kind des ewigen Wassers sie Freunde. Moment. Die Seelen der göttlichen Kinder? Will das große Kind dahin? Ich weiß nicht, klingt so, oder? So, bevor wir jetzt zu ihr gehen, würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal kurz um. Einfach nur, falls hier irgendwas ist für uns. Können hier runterspringen. Ach, hier können wir uns wieder wehren. Vielleicht sind hier auch ein paar Karpfen. Ich wollte gucken, wie viele Karpfendinger wir haben, ne? Hier war's nicht. Nee. Vier. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen mehr für die Kampfkunst, die wir da gesehen haben. Ne, hier kann man nicht schwimmen. Naja, dann halt nicht. Und da gehen wir wahrscheinlich gleich hoch. Na gut. Sprechen wir mal mit der Ollen hier. Was hat die uns zu sagen? Wer ist das überhaupt? Gibt es irgendwas Verstecktes oder so? Versteckte Räumlichkeiten? Nein. Was suchst du an diesem Ort? Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? Ja. In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Ach, ist das die Klinge? Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Ah, wir werden sie jetzt ziehen, sterben und dann wieder auferstehen. Tschüss, Erfahrung. War schön mit dir. Geil. Ich frage mich, wieso? Fürchten Sie den Tod nicht? Wie hast du dein Auge? Verstehe, du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Oh, meine neue Waffe? Ein Odachi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Es wurde lange im Senpo-Tempel versteckt und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert. Gütiges Geschenk der Tränen. Ist das jetzt meine Waffe? Ich habe zwei Waffen jetzt. Verrückt. Du dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die Fesseln. Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder,
Also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Reis. Oh, Reis! Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Es stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei nichtgöttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenblutes für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Ist das Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst und spendet Kraft. Reis. Habe ich aber auch nur einmal, ne? Hast du noch was zu sagen? Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Um Reis bitten? Es tut mir leid, Shinobi des göttlichen Erben. Der Reis ist noch nicht bereit für die Ernte. Du bekommst mehr, wenn die Ernte abgeschlossen ist. Alles klar, so können wir die Oma öfters füttern. Mögen die Ernten? Ja, komm. So, bevor wir weitergehen. Ich kann es nicht nutzen. Was ist das? Hallen der Illusion aufsuchen. Oh, okay. Ja, dann machen wir das. Wir haben hier eh einen Schnellreisepunkt. Ich möchte jetzt unbedingt herausfinden. Moment, kleinen Moment, ich muss mein OBS noch öffnen. Uhu. Okay, ich nehme auf, alles klar. Das fand ich schon wichtig. So, da hinten war eine Tür, die ich gerne öffnen würde. Ich find's toll, dass wir hier einen Gegner hatten, der jetzt nicht schwer war, sondern also geistig schwer, klar. Aber mir trotzdem Angriffskraft gegeben hat. Find ich toll. So, was ist, hat es mit dieser Tür auf sich? Ist es die Tür, die ich denke, die es ist? Wie hab ich das Gefühl, dass es nicht so ist? Huch. Okay, ich ja. Ist okay. Die Tür war dazu da, um Nebel zu erstellen. Ah, ich verstehe. Das heißt, das war wirklich der Ort, den wir hätten nutzen müssen. Na gut, kann ich jetzt hier wieder zurück? Ja. Es geht. Aber das mit dem unsichtbaren Affen fand ich geil. Man kommt da wirklich echt sehr spät drauf. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussah oder bei euch, aber ich kam sehr spät drauf. So, was ist hier los? Eine Tür. Ist das die Tür? Es scheint mir so, als wäre es die Tür. Es ist die Tür. Ja, nice, dann sind wir zurück. Dann sind wir hier tatsächlich durch. Wieso sehe ich so scheiße aus? Muss ich erst rasten? Okay, jetzt sehe ich wieder normal aus. Okay, wir reisen. Und zwar... Wo war denn das? Hier war das nicht, ne? Tempelgelände... Das war hier tatsächlich, doch. Die Reisoma. Eine der Reisoma. Halt, ich glaube, ich weiß, wo wir eine bessere Reisoma bekommen.
Tiefen von Ashina? Nein. Versunkenes Tal. Hier müsste das sein. Oder die davor. Eins von beiden. Hier war doch auch eine Reisoma, oder? Zumindest hatte ich das so in Erinnerung. Da ist die Reisoma. Ah, Schlangenfrüchte, ja. Es gibt zwei Arten. Eine ist frisch. Die andere ist getrocknet. Ja, das kennen wir schon. Pastor? Wovon? Etwa wenn bring. Hier ist etwas Reis. Oh, oh, es gibt keinen Zweifel. Das ist der Reis des göttlichen Kindes. Dem Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Sagt mir, was ihr seht. Wenn ihr getrocknete Früchte sucht, dressiert Affen. Lasst den Affen tanzen und er wird verspeist. So süß. Wenn ihr getrocknete Früchte sucht, dressiert Affen. Lasst den Affen tanzen und er wird verspeist. Einen Affen tanzen lassen. Was soll das bedeuten? Ich könnte versuchen, einen Affen einzunehmen. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn tanzen lassen kann. Vor allem, was ich dann mit dem machen soll. Für diesen Zweck müsste ich aber zurück, ne? Egal, ich glaube, ich versuche den Kampf mit dem Bobo hier. Das kann was werden. Also, ich brauche... Beruhigungsmittel. Davon habe ich nur... ich habe sehr wenig Beruhigungsmittel. Sollte ich gucken, ob ich das wirklich brauche. So, bevor es weitergeht, eine kleine Sache. Und zwar habe ich ja 3 Punkte. Ich lerne mal das hier und hoffe einfach mal, dass es mir ein bisschen mehr bringt. Gewährt die Kampfkunst Ashina-Kreuz. Okay, das werden wir früher oder später auch noch hinkriegen. So. Da. Wie sieht's hier aus? Wie sieht das aus? Das ist aber nur einmal. Ah, okay. Na gut. Hoffen wir mal, dass das was bringt. Okay, ich habe ihn jetzt zweimal bekommen, aber ich habe keinerlei Heilung mehr. Was passiert, wenn ich mich hier verstecke? Scheiße. Oh, ich bin am Arsch. Ich versuch's wenigstens, Mal gucken, vielleicht kommt irgendwas Anständiges bei raus. Vielleicht findet er mich auch gar nicht erst. Das wäre natürlich das Beste. Aber ich bezweifle es stark. Ja. Also wenn er schreit, muss ich abhauen. Dann gibt es so eine gewisse Reichweite, die man nicht überschreiten sollte. Oh, er schreit wieder. Er schreit wieder. Weiß nicht, bringt das irgendwas? Nö. Au. An sich ist der ja möglich in der Phase, ne? Wenn ich nur ein bisschen mehr Heilung hätte. Oh Gott. Naja, mach irgendwas Nützliches. Irgendwas, was mir hilft.
Huch. Das ist interessant. Ah. Das hat mir. Das tut weh. Achso. Interessant. Nee. Na, scheiße. Nein. Oh. Aber es geht. Es geht irgendwie. Oh, das lief schon mal ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so gut. Ah, ich denke, den Kampf kann man sogar zeigen, auch wenn ich nichts sage. Ah, alles klar, Junge. Ich glaube, du schreist mir gleich, wenn du aufstehst, ne? Ah, 7 Heilungen, 1 Wiederbelebung. Das könnte was werden. Willst du nicht erst schreien? Das tust du doch so gerne. Schon wieder? Nicht der geduckt Durchlauf, ey. Au, 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 okay. Ja, schon wieder schreit er, ey. Auf zu schreien. Oh shit. Alter. Jetzt hör auf so random irgendwas zu machen. Ja, oh, fuck. Ganze Heilung bringt mir jetzt einen Scheiß. Oh. Jetzt schreit er schon wieder. Oh. Ey. Ich weiß noch nicht, wie ich dem ausweiche. Lass mich in Ruhe, Mann. Ja, schrei mal ein bisschen. Wie er sich auch random umdreht. Schreit schon wieder. RNG-Jesus ist jetzt nicht auf meiner Seite. Das ist gut. Oh.
Okay, ich muss mich eher holen. Tschüss. Oh, das ist gut. Ja, ich falle immer wieder drauf rein. Einen Schlag gönne ich mir aber doch. Okay, nicht mehr viel Heilung. Nein, nein, nein. Das war close. Ja, schrei mal lieber. Ah, letzte Heilung. Scheiße. Ah, Kügelchen. Oh shit. Aha, das war nicht so gut. Kannst du nicht wieder schreien? Oh Scheiße. Okay, ich bin tot. Alles okay, alles okay. Noch ist alles in Ordnung. Sofern er mich nicht one-shottet. Oh ja. Oh. Endlich. Ich hoffe, das war's jetzt aber wirklich. Ach, Würmchen. Oh nein, das war's noch nicht. Ich wette, der Wurm dreht jetzt durch. Doch, doch, ich habe Erfolg bekommen. Ja. Erinnerung, Wächteraffe. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden. Puh. Auch wenn der Wächteraffe besiegt wurde, hält sein Gebrüll weiter. Man sagt, ein befallener Körper sei ein Zeichen der Unsterblichkeit. Zarter Finger. Der zarte Finger einer jungen Frau kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Er wurde halb verdaut im Bauch des Wächteraffen gefunden. Es gibt die Flöten-Signal-Shinobi-Technik, die Tiere wild macht. Das offene Loch im Finger zeigt, dass diese Technik genau dafür genutzt wird. Das heißt, ich kann Tiere verzaubern, dass sie quasi tanzen. Interessant. Angriffskraft verbessern. Nice. Der nächste. Oh, ich hab's mir natürlich gelesen. Aber ich kann bestimmt nochmal nachgucken. Oh, ich war zu sehr gehypt. Da. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Man sagt, ein befallener Körper sei Zeichen der Unsterblichkeit, doch ein derart langes Leben wäre einsam für einen Affen. Vielleicht war das widerhallende Brüllen des Wächteraffens auch ein Flehen um etwas. Ja, dass ich ihn töte, weil ich es auch jetzt nicht geschafft habe. Wir reisen zum Maroden Tempel und gucken uns das Ganze mal an. Alter, der war jetzt nicht so krass. Ich muss sagen, nach dem Schmetterling ist eigentlich gar nichts mehr krass. Die sind stark, ja, aber krass. Ja, krass nicht, nee. Nee, krass würde ich jetzt nicht sagen. Der Schmetterling war krass. Will ich nicht nochmal machen. New Game Plus werde ich ihn ausfallen lassen. Was hast du denn da? Wo hast du diesen Finger her? Der Wächteraffe im versunkenen Tal hat ihn gefressen. Verstehe. Kaum vorstellbar, dass er im Magen eines Affen war. Lass mich mal sehen. Ich bringe ihn an deiner Armprothese an.
So. Flötensignal. Ach, das will ich durchlesen. Aber wir können das hier gleich nochmal durchlesen. So, wo ist die Flöte? Da. Das Flötensignal kann ein Echo hervorrufen. Ja gut, das können wir ignorieren. Der Klang der Flöte erregt die Aufmerksamkeit des Feindes und lockt ihn an. Oh. Durch Anvisieren eines Ziels kann nur dieses das Signal hören. Tief einzuatmen, bevor man pfeift, ermöglicht eine Verzögerung des Klangs. Oh, endlich kann ich jemanden um die Ecke bringen. Also richtig, um die Ecke bringen. Das ist nett, den werde ich auf jeden Fall permanent drin haben. Dann ein Anruf in das Tier. Dankeschön. So. Ja, den hier habe ich auch noch gesehen. Habe ich ausprobiert. War jetzt nicht so stark. Ich kann ihn euch gerne mal zeigen. Sieht zwar heftig aus, aber macht irgendwie nicht so viel Schaden. Ja, ja. Ist okay. Ist okay. Na gut, das hätten wir. Dann können wir ja jetzt zum Wächteraffen nochmal reisen. Oh, ich bin froh, dass der durch ist. Alter Schwede. Hui. Der hat mir schon Sorgen gemacht. Weil der ist halt, ja. Wenn man gegen ihn kämpft, ist das so, als würde man gegen einen Würfel kämpfen. Der macht halt, was er will. Der würfelt halt sein Zeug da und dann. Ach, die Blume. Lotus des Palasts. Eine weiße Lotusblüte, die tief im versunkenen Tal blüht, wo die Urquellwasserbecken bilden. Da ihr Duftweibchen anlockt, zog der Wächteraffe sie sorgsam auf, um sie seiner Braut darzubieten. Bestandteil des Räucherwerks, das vom göttlichen Erbe zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt wird. Ja, gut. Problemchen an dieser Stelle. Ich dachte, hier komme ich irgendwo hin, wo ich mich dann mit der Schlange anlegen kann. Offenbar ist das nicht so. Mein Gedanke nämlich war, die Schlange irgendwie zu töten, dass sie nicht mehr da ist. Achso, deswegen ist das hier da. Komisch ist halt diese Beschreibung von diesen Prothesen, die stimmen irgendwie nicht irgendwie so überein, was man damit machen kann. Naja. Versunkenes Tal. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir an der Schlange vorbeikommen. Ja, wir haben hier die Schlange. Wir haben hier diese Wand. Und hier ist auch ein Weg. Nur bringt tut es mir nichts. Und der Affe ist da. Der Angst vor der Schlange hat. Soll ich vielleicht die Schlange füttern? Ich würde auch zurückkommen. Alles klar, Dude. Seit wann machst du so viel Schaden? Das ist ungewöhnlich hell. Tschüss. Was für ein Arschloch. Hab's geschafft. Getrocknete Schlangeneingeweide. Das getrocknete K
khakiförmige Herz einer großen Schlange. Die große Schlange ist ein Gott des Landes und das Herz soll das Organ sein, in dem der Geist wohnt. Es ähnelt zwar einer Khaki-Frucht, doch es sind die Eingeweide eines Gottes. Die Bewohner des versunkenen Tals beten die Organe offenbar an und sehen sie als Vertreter des Gottes. Okay. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Huch. Ich komme nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob ich dich töten kann. Okay, das ist also gewollt, dass wir herkommen. Ja, die Alternative wäre natürlich, sich jetzt zu teleportieren, aber ich will nicht. Das ist hier kein Safe Point. Wir passen jetzt erstmal eins. Nicht so. Aha. Na gut, hier gibt es keinen Ausgang. Dann müssen wir zurück. Dann gibt es hier wirklich keinen Weg. Was war das gerade? Aha. Das wäre also der eigentliche Weg gewesen, oder was? Oder? Wäre das der eigentliche Weg gewesen? Ach. Ernsthaft? Hier geht's gar nicht weiter. Es ist halt irritierend, dass wir nicht wegkommen. Ich meine, ich habe an sich kein Problem damit zurückzugehen, aber wenn irgendwas ist, will ich jetzt nicht nochmal herkommen, wisst ihr? Das ist schon ein Kackweg. Mehr gibt's sonst nicht, ne? Da ist doch noch irgendwas. Ja, da geht's noch höher. Lass mich nicht verarschen, Spiel. Haha. Ach, sieh mal einer, guck. Tiefen von Ashina. Erstmal rasten. Oh. So, dann. Wo sind wir jetzt? Tiefen von Ashina. Tatsächlich, wir sind zurück in den Tiefen von Ashina. Gift, wie ich das hasse. Aber wir haben hier unsere Giftflasche jetzt. Die holen wir mal raus. Neben Feuer. Können damit Gift sofort auflösen. Kügelchen. Sieht schon kacke aus. Hey! Das ist wie da, wo wir den Boss getroffen haben. Du bist aber keiner von der Sorte, ne? Frage ist, wie viele sind noch hier? Da hinten ist noch einer. Das heißt, überraschen werde ich die wahrscheinlich nicht. Aber was ich gerne wissen möchte, wir rasten nochmal kurz. Ich suche ja gerne Punkte, wo man farmen kann. Wie viel Erfahrung gibt denn der Kollege? Oh, das ist gut. Hier könnte man farmen. Alles klar. Ich würde gerne auf den raufspringen, weil dann ist der da hinten auch kein Problem mehr. Ist ja gut, dreh mal nicht durch. Bin auch noch hier. Oh, nein. Oh, nein. Ist das der Ort? Das ist doch der Ort, oder? Oder ist das ein anderer? Oh Gott, die kann ich nicht leiden.
Warum ist da noch so ein Penner? Ei. Na komm, versuchen wir es mal. Oh, ist gar nicht mal so hart. Ah, toll. Oh, der hat mich weggeschubst. Alles klar. Kannst du mal aufhören damit? Oh. An sich ja, ist die möglich, aber das Problem ist erstmal die Jungs hier wegzukriegen. Au. Die müssen halt wirklich erstmal weg. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann mit der Quacksalberin. Haut rein, euer Zero. Tschüss.